Und unser Großvater hat uns immer gesagt, Eier darf man erst dann essen, wenn es Tee entgelegt hat. Die Natur in einen besseren Zustand der nächsten Generation übergeben und keine Abhängigkeiten schaffen. Das ist auch wirklich die Energie heute unser Herzstück. Und bei jeder Investition wird bei uns überhaupt überlegt, ist das notwendig oder nicht, weil die nicht verwendete Energie ist die beste Energieform. Ja? Unsere energiesparsamsten Maschinen sind 1953, 1952 mit der modernsten Sicherheitstechnik ausgestattet. Das ist 20% schneller wie eine moderne und braucht noch ein Zehntel der Energie einer heutigen modernen Maschine. Nur die moderne Maschine heißt Stand der Technik. Und wir haben gesagt, wir definieren den Stand der Technik neu, hat uns TÜV sogar bestätigt, wir arbeiten energiesparsam und nur das, was wir wirklich benötigen. Wir haben immer alles anders gemacht wie alle anderen. Ja, und darum gibt es uns immer noch und alle anderen nicht mehr. Also das ist etwas, wo wir sozusagen seit Generationen nachhaltig arbeiten und denken, auch wenn es wir vielleicht jahrelang nicht erzählt haben. Großvater hat immer gesagt, wir müssen Arbeit schaffen, dann haben die Leute Arbeit, kriegen ein Einkommen, können sie unsere Produkte kaufen. Wenn wir keine Arbeit haben, kann auch niemand unsere Produkte kaufen. Aber genau deswegen, weil es hier nie Zweifel gegeben hat an unserer Qualität und auch nie der Abgang von unserer Nachhaltigkeit, weil wir haben gesagt, wir stehen dazu, wir sind hier in Österreich, wir wollen hier unser Land nicht verlassen und irgendwo in Steuerparadiese abwandern, sondern wir stehen zu dem, was wir hier tun und sind happy, wenn es viele Kunden gibt, die das honorieren und sagen, ja, da kaufe ich lieber Ware in Österreich, Ware in Europa und schau, dass hier die Wirtschaft funktioniert.